Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute mit dem Video für den einzelnen Sternzeichen für den Monat März. Ich habe die Wasserzeichen bereits hochgeladen und heute die Legung für die Feuerzeichen, also wieder Löwe und Schütze. Was erwartet dich im März? Also wie du siehst, also ich mache für jede Sternzeichen, also eine einzelne Neunerlegung und natürlich auch noch eine Zusatzkarte dazu. Also du bekommst eine Tarotkarte von mir, so eine Karte der Seelenschlüssel und natürlich auch eine Karte aus meinen eigenen Kartendeck. Das darf ja nicht fehlen. Also Reka auf Wolke 7. Schließe deine Augen lieber wieder und stimme dich in der Energie der Kristallschale ein und sende mir deine Gedanken. Für dich, auch wenn das noch vielleicht nicht sichtbar ist, unsichtbar ist, steht für dich ein spirituelles Wachstum an. So also konzentriere dich bitte. So, was beschäftigt dich im Monat März? Was fühlst du? Was wird sich so im Außen für dich zeigen? So, natürlich ist auch wichtig, dass du eventuell auch deinen Aszendenten anschaust, auch den Mond im jeweiligen Sternzeichen, das kannst du ja auch im Internet errechnen. Wichtig dabei ist es, dass du dein genauen Geburtsdatum, Geburtszeit weißt. Dann kannst du das alles errechnen und das spielt auch eine große Rolle für dich. Spielt auch eine große Rolle für dich, wie dein Charakter oder was du denkst oder was du fühlst, also wie du dich im Außen generell präsentierst. Jetzt, was kommt im Außen auf dich zu? Lieber wieder im Monat März. Also viele warten schon auf die Videos, aber das ist auch immer mit sehr viel Zeit verbunden, diese Videos aufzunehmen. Deswegen freue ich mich auch sehr, wenn hier die Botschaften zutreffen, wenn du mir auch eine kleine Spende zukommen lässt, so wie du siehst, also ich investiere hier auch schon sehr, sehr viel Zeit und wenn du hier mit in Resonanz gehst, freue ich mich darüber. Du findest auch meine Webseite, natürlich findest du auch mein PayPal-Konto und jede noch so kleine Spende freue ich mich sehr und danke euch dafür. Also ob das jetzt die Kerzen sind, ob das jetzt die Karten sind. Also es geht für den Widder im Monat März um die Herzheilung. Also es geht durchaus positiv, also es passiert sehr viel, auch der Heilung der Gefühle. Also da passiert sehr viel im Monat März. Ist ja auch der Monat März für den Widder, das eigene Monat. Viele Widder haben schon im März die ersten Geburtstage, also die erste Dekade schon im März. Und das ist dann immer neue Lebensjahr. Bringt ja auch eine neue Energie für den Widder. Und er legt sich auch hier selber in dem Bild. Und das zeigt ja auch, dass er sich wirklich wichtig nimmt. Und das ist schon mal sehr positiv, kommt er mehr auch in der Selbstliebe. Also im Monat März. Also im Kopf und Gedanken zieht er sich auch so ein bisschen zurück und sortiert eventuell die Gedanken neu. Also ist hier auch eine Isolation, ein Rückzug, vielleicht so ein, ja, also einfach Gedanken neu zu ordnen, neu zu sortieren. Also das ist so eine Ruhe vor dem Sturm, sage ich mal. Eine große Veränderung, eine Verwandlung
weiden wieder, eventuell. Auch vergangene Themen werden hier angeschaut, Verantwortung wird übernommen. Also es geht um etwas Neues, was mit dem wieder zu tun hat, also mit seinem Häuslichen, also mit dem Haus und Umgebung, aber auch mit emotionale und harmonische Verhältnisse. Und es geht allgemein um das Glücklichsein. Das wird unter die Lupe genommen, wird nochmal neu sortiert. Also im Herzebene zeigt sich nochmal hier die Karte des Glücks, der große Glück. So wird auch darüber gesprochen, was denn wieder wohl im März, also glücklich stimmt, glücklich machen würde. Also er kann auch seine Gefühle gut ausdrücken, auch in Gesprächen. Also der hat auch die nötige Tiefe, wie auch diese Verspieltheit da, also er nimmt sich auch selber sehr wichtig und darüber wird auch kommuniziert und ja, also Informationen werden darüber ausgetauscht. Also der Widder ist auch jemand, der sehr romantisch ist, auch wenn er eine feurige Art an sich hat. Also der hat auch diese romantische, liebevolle Art, wo er auch auch vielleicht sein Zuhause sehr gerne mag, der auch vielleicht bestimmte Talente auch hat, der auch gerne tanzt, der auch herzlich ist, der auch gerne Gesellschaft mag, also freundlich ist, aber auch so ein bisschen ängstlich manchmal. Manchmal ist das auch so ein bisschen Fassade von außen bei den Widder und da ist im Kern ist da auch etwas Ängstliches verborgen bei dem Widder. So im Außen, was auf den Widder zukommt, so ist eine gewisse Unentschlossenheit da. Also er weiß auch gar nicht, er spürt diese Veränderung, weiß auch gar nicht, wo es hier für ihn weiter lang geht und das stimmt ihm so ein bisschen traurig und das sollte wirklich verändert werden, sodass die Gedanken auch positiv ausgerichtet werden, weil das zieht das Ganze so ein bisschen runter. Also da ist auch eine gewisse Kränkeln bei ihm da, dadurch also auch eventuell psychisch, dass das Ganze so ein bisschen ja nicht so fließt, dass es einfach so ein bisschen blockiert ist und ja, der Widder ist auch ein sehr, sehr Kopfmensch, also ein kopflastiger Mensch. Und der kann so nicht die Gefühle auch wirklich zulassen oder zeigen und zeigt sich auch hier im Außen reserviert. Und das wäre also sehr hilfreich, wenn er über die Gefühle spricht, wenn er dann sich positiv ausrichtet. Hier ist die Möglichkeit, also bei dem Rückzug, dass er sich auch generell positiv ausrichtet, das berichtet, dann würde das einiges verändern. Also zeigt sich hier auch nochmal, dass hier über die Isolation gesprochen wird. Vielleicht wird eine Auszeit genommen, dass man halt diese Unentschlossenheit überwinden kann. Vielleicht plant er wieder auch einen Urlaub, also in diesem Monat. Und natürlich ist ihm auch sein Zuhause wichtig. Darüber wird auch kommuniziert, auch wenn er seine Gefühle nicht zeigen kann. Also er liegt hier definitiv, also an den Familienverhältnissen und an Zuhause hält er fest. Und also dieser Rückzug ist eventuell auch ein großes Glück, weil der wird über seine Gefühlen klar werden und kann auch wirklich Verantwortung übernommen, eventuell auch für seine Krankheit oder für seine Einstellung oder für seine Stimmungsschwankungen, was sich hier eventuell nochmal zeigt. Also es zeigt sich hier der Karte, der Haus und Umgebung, da ist auch recht unentschlossen, weiß der auch nicht, wie er das wieder in Gleichgewicht bringen soll. Also er hat auch tiefe emotionale Verbindungen und er liebt auch familiäre Verhältnisse. Das war jetzt für den Monat März für den Widder die Botschaft und ich lege die Karten zusammen. Eine Tarotkarte für den Monat März, bitte für
für den wieder eine Tarotkarte für den Monat März. Und da kommt die 8, die Gerechtigkeit. Also es wird etwas in Gleichgewicht, in die Gerechtigkeit gebracht. Und dazu lese ich dir auch hier die Bedeutung vor. Also es geht hier um Balance, um Zentrierung, wieder etwas in Waage zu bringen. Es geht um die Gegensätze, um Ausgewogenheit und Gerechtigkeit. Also das ist wichtig, dass er in seinem täglichen Leben darauf achtet, dass es also wirklich in sein inneres Gleichgewicht kommt, und er sollte diese Harmonie wiederfinden und dieses Gefühl, diese Qualität mehr im Leben, im alltäglichen Leben hineintragen. Und also in diese meditative Mitte zu kommen, in Gleichgewicht zu sein. Und dass er wirklich darüber nachdenkt, weil der Widder ist ein Feuerzeichen, was geschieht, wenn er zum Beispiel nicht gewinnt. Widder sind sehr stark und die wollen immer gewinnen und mit dem Kopf durch den Wand gehen. Und das ist auch hier wirklich eine Frage, auch eine spirituelle Wachstum für den Widder, dass er auch darüber nachdenkt, ja, was passiert denn, wenn ich jetzt mal kein Recht habe? Und dass er wirklich da dieses Gleichgewicht für sich findet und alles festigt. Also dazu ist auch eine gute Möglichkeit, also wirklich eine Atemtechnik, dass er dann auch immer wieder in seinen Bauch atmet, in dieses Hara-Zentrum. Und das ist, also unter dem Bauchnabel, dieses Hara-Zentrum, dass er immer da hineinatmet oder verschiedene andere Entspannungstechniken anwendet. Liebe Widder, also ich kann dir diesbezüglich auch ein paar Tipps geben, also sei es mit Klangschalen, mit progressiver Muskelentspannung oder mit autogenem Training, komme in deine innere Balance. So, und natürlich noch eine Seelenbotschaft, habe ich fast vergessen, das sind aber jetzt eine ganze Stapel an Karten gekommen. Eine Karte hätte ich gerne. Und ich versuche natürlich, also spätestens morgen, die anderen Videos noch zu machen. Für die andere Sternzeichengruppen, also auch nochmal für die, ja, für die Erdzeichen und Luftzeichen. Und für den Widder kommt im Monat März die Verbundenheit, dass er diese Verbundenheit auch spürt. Also wenn man jetzt erstmal mit der Meditation anfängt, das ist doch schon mal sehr positiv, spürt man auch wirklich, dass man mit dem Großen und Ganzen auch verbunden ist. Wenn die Vorbehalte anderen Menschen gegenüber enden und wenn die Schleier der Meinungen fallen, dann erst findet wirkliche Verbindung statt. Es geht für den Widder darum, dass er keine Vorbehalte hat und dass er auch die Meinungen fallen lässt. Was findet in dir statt, wenn du einen anderen Menschen begegnest? Bildest du dir sofort eine Meinung über ihn oder sie? Beurteilst du ihn nach seinem Auftreten oder seiner Erscheinungsform, oder gelingt es dir bereits wertfrei und offenen Geistes mit offenen Herzen zu beobachten und wahrzunehmen? Also es wollen in deinem Leben neue soziale Netzwerke entstehen oder bereits bestehende neu belebt werden. Vorbehalte und vorgefasste Meinungen stehen dem im Wege. Wenn es dir gelingt, diese abzulegen, eröffnen sich dir ungeahnte Möglichkeiten. Das Piktogramm der Verbundenheit auf dieser Karte kann dich dabei nachhaltig unterstützen und lass es auf dich wirken. Das war deine Botschaft für dich, lieber Widder, dass du keine Vorbehalte hast, sondern dass du dich auf Verbindungen auch einfach ohne Wenn und Aber einlässt, ohne Werten, ohne Meinung, sondern einfach, dass du dich darauf einlässt.
So, dann kommen wir zu dem Sternzeichen Löwe, also im Monat März. Was erwartet den Sternzeichen Löwe? So, konzentriere dich, liebe Löwe, und sende mir deine Gedanken zu. So, was ist gerade bei dir los? So. Und natürlich kommt noch der Sternzeichen Schütze. Das sind auch immer sehr, sehr viel Arbeit. Letzten Monat habe ich das überhaupt nicht gemacht. Bin einfach dazu nicht gekommen. So, und jetzt fliegen wirklich die Karten. Was ist bei den Löwe los? Also bei den Löwe los ist es auch hier, dass er diese Nähe, diese Verbundenheit hier spürt. Er zeigt sich hier in seine Kraft, in seine Lebensenergie, also in seine Stabilität. Also auch die Begeisterung, was er macht, macht er sehr gerne. Er zeigt sich auch hier gerne im Mittelpunkt, wie wir das auch nach wie vor von dem Löwen kennen. Also er ist Begeisterung, der braucht auch so ein bisschen Bewunderung. Und braucht auch im Außen, was er alles geschaffen hat, was er alles erreicht hat, auch in seinen Projekten, in seiner Arbeit, braucht er das für seinen Selbstwert nochmal zu stärken, nochmal zu zeigen, wie wertvoll er doch ist. Und auch natürlich auch diese finanziellen Werte zeigen sich hier im Kopf. Also die Stabilität spielt nochmal im März eine große Rolle. Die Öffentlichkeit spielt in der, also im Monat März auch eine große Rolle bei dem Löwen. So, also auf der Herzebene. Der Herzebene zeigt sich hier ein Herzensmensch. Also wirklich, da heilen auch die Gefühle zu diesem Herzensmenschen, und das ist wirklich die einzig wahre große Liebe hier für den Löwen im Monat März. Und im Außen zeigt sich auch hier, wow, da zeigt sich auch hier für den Löwen, also das Zuhause, die Familie und auch, also zu Hause anzukommen, diese tiefe emotionale Verbindung, die familiäre Verhältnisse. Es zeigt sich auch hier die Seelenpartnerschaft, die Zufriedenheit und Harmonie. So, alles, alles rote Karten für den Löwen, also ein toller Monat im März. Und also auch Herzheilung, also in Bezug auf, also zu Hause, also auch Themen, was dich gerade mit dir in deinem Inneren beschäftigen, haben auch also hier eine große Rolle, also spielen auch eine große Rolle, weil das auch alles in Heilung kommt und im Gleichgewicht bei dir kommt. Natürlich zeigt sich auch hier im Außen, verändert sich auch einiges bei dir, also zum Positiven in Bezug auf deinen Herzensmenschen. Und es geht hier auch mehr um diese Erneuerung, um dieses Zulassen, Erneuern, sorgsame Pläne, neue Wachstumsmöglichkeiten, allgemein familiär. Also ich sehe hier, dass du schon in deine Kraft bist. Es fließt auch ganz viel Lebensenergie, positiv, natürlich auch attraktiv. Also für den Löwen, liebe Löwe. Und auch nochmal hier, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so viel Kommunikation mit deinem Herzensmenschen gerade stattfindet, also ist einfach diese Nähe und Verbundenheit einfach bei dir da. Und das ist durchaus positiv. Also ich mache hier eine kurze Legung, rede ich gar nicht so lang um den Thema herum. Also das sind auch klare und eindeutige Botschaften.
Wie du siehst, also es fließen die Informationen wunderbar über diesen Skatkarten hinunter, aber das sind nicht nur die Karten, das ist auch meine Anbindung nach oben zum geistigen Welt. Ich bin ein Medium und dadurch, wenn ich hier mich anbinde und mich verbinde und um Botschaften oder um Antworten bitte, dann kommen klar und deutlich auch diese Botschaften herunter. Und da gibt es auch keine Legeform, was ich hier jetzt so sagen könnte, weil das auch wirklich zum 90% auch die Verbindung, das liegt an meiner Intuition. Das findest du auch hier nicht in deutschen Skatkarten, Bücher in den Legungen. Natürlich wird es auch immer besser, umso mehr ich das kommuniziere, umso mehr täglich ich das mache, wird es auch immer fließender und besser. Wie du siehst, manchmal suche ich nach einem passenden Wort, aber ich denke, alles ist gut. Wir sind alles Menschen, wir sind keine Maschinen und nicht perfekt. Und hier bei mir sowieso alles sehr authentisch. So, und für dich kommt für den Monat März, liebe Löwe, also der erste Stäbe für dich, erste Stäbe für dich für den Monat März. Und so, Sekunde. Es geht im März darum, also diese hohe, starke, feurige, kreative Energie. Es geht um Dynamik, es geht um Transformation. Und du bist wirklich voller Kraft und Energie in diesem Monat. Setz alles daran, herauszufinden, wo du diese Energie einsetzen kannst und wo du diese Energie einsetzen willst. Und wohin drängt es dich am stärksten? Was macht dir am meisten Freude? In welchen Rahmen könntest du deine Ideale verwirklichen, dass du mehr halt in dieses Gefühl gehst? Also sind auch ganz, ganz gute Möglichkeiten. Ist auch hier der Wunscherfüllung vorhanden? Lass auf die Beantwortung jetzt auch so ein bisschen der Fragen, was ich dir jetzt gerade gestellt habe, auch konkrete Handlungen folgen. Also wenn du hier die Fragen beantwortet hast, dann geh los und mach etwas oder folge deinen Impulsen oder deinen Gefühlen. Bringe deine Energie und Kraft offen zum Ausdruck. Also es geht wirklich darum, dass du etwas ausdrückst. Natürlich auch noch eine Karte aus dem Seelenschlüssel. Und März ist allgemein nochmal ein sehr transformativer Monat. Wir haben 10 Portaltage in dieser Zeit. Hier zeigt sich nochmal für dich der Erddrache, der dich begleitet. Und der März ist auch am 21. März wechseln wir in den Merkur, ja. Und Merkur ist der Planet der Kommunikation und Erddrache. Ja, und also wir gehen jetzt aus dem Venusjahr hinaus, also Kommunikation, kommuniziere, beginne, mache. Also Erddrache, der Erddrache ist erwacht, also die Erdung. Dort in der Tiefe des Nieren des Urgrundes erscheint seine kraftvolle Gestalt in faszinierender Form. Er hat sich wieder sichtbar gemacht und er zeigt sich dir. Lass dich faszinieren von seiner Schönheit, von seiner Urkraft. Lass dich hinabziehen in die Tiefe, in jene Schattenbereiches, aus dem heraus er hier wirkt. Hast du Angst vor dem Schatten, vor dem Dunkelheit und der Unterwelt? Glaubst du, dass dort in der Unterwelt Dämonen leben, die dir nicht gut gesinnt wären? Wenn dem so ist, erliegst du auch dem größten Irrglauben der Menschheit. Und wenn auch du versuchst, den Schattenreich zu bekämpfen oder zu verschließen, versperrst du dir selbst deinen eigenen Zugang zu deiner Urkraft. Denn jedoch, der seinen Schatten bekämpft oder verdrängt, verliert seine Wurzeln. Wird schwach, wird manipulierbar und vor allem lenkbar. Das Erwachen des Erddrachens ist ein deutlicher Appell an den Frieden, den es geben kann. Der Krieg kann nur dann stattfinden,
wenn wir an den Kampf des Guten gegen den Bösen glauben. Durch die Überwindung dieses Glaubens überwinden wir allerdings auch den Glauben an einen Feind. Und wenn wir überwinden, damit auch der Kampf gegen uns selbst, gegen unseren eigenen verdrängten Schatten. Kennst du deinen Schatten? Für welche Eigenschaften ist dir, Eigenschaften in dir schämst du dich? Was willst du von anderen geheim halten? Was glaubst du unbedingt verbergen zu müssen? All das ist Ausdruck deines eigenen Schattens. Wenn du allerdings diesen Glaubenmuster fallen lassen kannst, wirst du nicht nur wahrhaftig in Erscheinung treten können, du wirst auch anerkennen, dass dein Schattenreich in Wirklichkeit dein nährender Urgrund ist, der Urquelle deiner wahren Kraft. Lass dich von Erdrachen leiten. Er wird dich jede Zeit begleiten, so dass du im richtigen Moment am richtigen Ort bist. Er wird dir durch dein eigenen Schattenreich führen und dort wirst du den Schatz deiner bislang verdrängten, in Wirklichkeit aber stets lebendigen Urkraft wiederentdecken. Also es geht darum, was du eventuell an dir ablehnst, was du an anderen Menschen ablehnst. Das hat immer unbewusst etwas mit dir zu tun. Schau dir diese Themen an. Vielleicht ist das wirklich, wo du diesen Themen mehr Licht schenken solltest, sie aus dem Schattenreich hochholen solltest, tief hineinschauen solltest und bestehende Zusammenhänge einfach zu erkennen. Also ein Beispiel, zum Beispiel, ich habe immer abgelehnt, wenn einer sich so gerne Zeit genommen hat oder sich wichtig genommen hat, ohne dass da groß die Pflichten erledigt wurden, also ganz, ganz früher. Also ich habe auch immer sehr, sehr gerne geputzt und das war ja bei mir schon regelrecht ein Muss, also das war so ein innerer Drang, einfach alles sauber zu machen, einfach alles aufzuräumen, ordentlich zu machen. Ich bin auch vom Aszendent her, also eine Jungfrau, also sehr, sehr kritisch. Und alle, die das halt nicht so ordentlich oder perfekt gemacht haben wie ich, habe ich das so innerlich abgelehnt. Ja? Im Grunde tief in meinem Herzen wünschte ich auch dieses Gefühl, einfach mal nicht alles tun zu müssen, nicht einfach perfekt zu sein, einfach mal loslassen zu können. Natürlich habe ich das auch mit der Jahre erreicht und da bin ich jetzt auch und nehme manche Dinge halt nicht so wichtig wie früher, aber das ist ein Prozess, diese Schattenanteile anzunehmen, anzuerkennen und das kannst du, liebe Löwe, auch im Monat März tun. Was sind die Schatten, zeigen dir immer, wo dein persönliches Thema ist. So, liebe Löwe, dann gehen wir jetzt weiter zu dem Schützen im Monat März. Also, was ist die Botschaft für den Sternzeichen Schützen im Monat März? So. Liebe Schütze, sende mir deine Gedanken, deine Energie hier, während ich die Karten für dich mische. Was sind deine Gedanken? So. Und was sind deine Gefühle im März? Was fühlst du im Herzen? Hier kommen auch drei Karten. So. Im Außen. So, wunderbar. So, und als letzte zentrale Karte zeigt sich hier Verantwortung zu übernehmen, etwas Neues. Ja, es kommt etwas Neues auf dich zu. Ja, du denkst über einen Herzensmenschen nach, der sich momentan im Rückzug befindet, also in Isolation, im Rückzug, der etwas verändern möchte, deswegen auch dieser Rückzug, vielleicht auch eine Entwicklung. Verzeihung bei diesem Menschen.
Und sie denkt sehr darüber nach und dich beschäftigt auch hier eine ältere Dame. Also entweder ist das deine Mutter, die jetzt gerade in deinem Kopf gerade da ist, dass du dir Gedanken über eine ältere Dame machst. Also jemand Herzliches, Liebevolles, eine sehr schöne, anziehende Frau, die auch wirklich reifer ist, vielleicht auch ein bisschen dunklere Haare hat und ja, und dein Herzensmensch, das beschäftigt dich generell und ja, dieser Rückzug, diese Einsamkeit, diese Isolation, eventuell kann auch hindeuten, dass eine der beiden vielleicht auch mal eine Klinikaufenthalt hat, also das ist jetzt keine Prophezeiung, sondern vielleicht eine Kur oder irgendeine Klinikaufenthalt, eine Untersuchung oder sowas macht und deswegen sich zurückzieht. Das ist jetzt keine Aussage in dem Sinne, sondern könnte auch eventuell sein, das ist nur die Energie, also eine Andeutung. Oder aber auch jemand fühlt sich hier, also in deinem Kopf, fühlst du dich vielleicht auch wie im Gefängnis oder bestraft durch diese Rückzüge, vielleicht von diesen beiden Personen, die jetzt gerade hier bei dir stattfinden, liebe Schütze. Also im Herzebene fühle ich schon, dass du sehr in deine Kraft bist, in deine Energie bist, dass du das auch diese Lebensenergie ausstrahlst, diese Lebensfrohsein und diese Begeisterung, was du für viele, viele schöne Dinge auch im Leben hast, unter anderem auch für deine Hobbys und auch für deinen Beruf. Und ja, du zeigst das auch gerne sehr im Außen. Und dir ist auch wichtig, und du fühlst das auch im Außen, ja, was die Menschen so, wie die dich sehen, wie du dich in der Öffentlichkeit auch zeigst. Und also im März ist auch ganz, ganz wichtig für dich, also die Stabilität. Du möchtest auch beruflich weiterkommen, das ist ein Herzenswunsch von dir. Eventuell auch, dass du alles, was du machst, wo du dich dafür begeisterst, dass du das zu deinem neuen Hobby machst, dass du diese Hobby eventuell auch beruflich für dich umsetzt. Also das wünschst du dir vom Herzen, dass hier etwas Neues kommt und dafür würdest du auch gerne Verantwortung übernehmen und noch einen Schritt weiter gehen. Also so als Außen zeigt sich hier, dass hier auch manche Gespräche stattfinden werden. Also diese Gespräche haben wirklich was mit einer freudigen Überraschung zu tun, mit Lebensfreude, was deine Lebensfreude auch erhebt. Also eventuell auch mit jemandem, der sehr ehrlich ist und sehr gut organisiert ist und sehr intelligent ist und dir auch also eine ehrliche Meinung sagt. Das kann jetzt auch eine junge Frau sein, aber das kann auch hier beide Geschlechter repräsentieren. Also es geht hier um Kommunikation mit jemand, der wirklich deine Energie, deine Lebensfreude erhebt, liebe Schütze. So, ich schau mal einfach quer. Also eventuell finden hier auch Gespräche und Informationen auch mit den Eltern statt oder mit den Großeltern oder mit einem älteres Ehepaar, die sich hier bei dir nochmal zeigt. Also das ist auch in deiner Linie, also die Kommunikation. Und natürlich dein Herzensmensch ist eventuell etwas älter, ist eventuell etwas reifer als du und ist auch jemand, der sehr intelligent ist, der sehr ehrlich ist, der auch sehr viele weibliche Aspekte in sich trägt. Also das heißt, dass er dann halt auch sehr ordentlich ist, sehr sauber ist, sehr korrekt ist, sehr liebevoll ist. Also all diese Aspekte kann sein, dass er auch in sich trägt. Also dein Herzensmensch, wie der sich hier in diesem Kartenbild zeigt. Das ist jemand, der auch romantisch ist, aber auch manchmal temperamentvoll und stellt auch wirklich jemand dar, der auf feste Beziehungen lebt oder feste Beziehungen mag. So, das war jetzt für den Sternzeichen
Schütze für den Monat März. Also ich hoffe, das hat auch so für dich hingehauen. Es geht hier im Monat darum, also das nächste kommt auf dich zu, dass du halt hier Gespräche mit jemand hast, also im Monat März, was deine Lebensfreude sehr erhebt. Vielleicht baut dich auch jemand besonders sehr auf. Also, dass du deinen Hobby vielleicht zum Beruf machst. Also, da kommt für dich der Freigeist aus dem Seelenschlüssel im Zeichen der Kornkreise mit der Zahl 11. Und dazu auch nochmal die Bedeutung, also der Freigeist, wie der Name auch sagt. Also du wurdest unterrichtet von deinen Eltern und von deinen Lehrern und von der Gesellschaft Moralvorstellungen und religiösen Glaubensrichtungen. Also da bringen wir auch alte Glaubenssätze mit und Moralvorstellungen, und das bringen wir schon allgemein so mit uns mit. Und es geht darum, ein ursprünglich freier Geist und einen Unterricht erfällt, wird ausgerichtet, ein unterrichtender Geist beginnt, die vorgegebenen Richtung zu denken. Und mehr noch, ein unterrichteter Geist hört auf, Fragen zu stellen und beginnt zu glauben. Also wenn dir etwas gesagt wurde und du hast es angenommen und glaubst du daran, also ist jetzt die Möglichkeit im März, dass du wirklich das überprüfst. Hast du einen festen Glauben? Willst du an diesen Glauben festhalten oder wagst du es, mit dem Glauben aufzuhören und den wertfreien, glaubensfreien, offenen, geistigen Raum zu betreten? Was lösen diese Fragen in dir aus? Ängste oder Begeisterung? Und diese Karte sagt dir, dass die Zeit des Glaubens in deinem Leben zu Ende sein sollte. Wenn du dich auf dieses Piktogramm einlässt, zieht es deinen Geist hinein in den Freiraum und du wirst beschleunigt. Dein Geist nimmt an Fahrt an, erreichst eine stetig steigende Beweglichkeit und Geschwindigkeit. Dein Geist beginnt sich dadurch zu befreien, dein Geist beginnt sich zu öffnen, weit und immer weiter. Dein Geist erfährt die allumfassende Vernetzung mit allem bewussten Sein. So wirst du zum Freigeist, bist du bereit dafür. Also wenn du aufhörst zu glauben und manche Sachen einfach überprüfst und es nicht wertest und bewertest, sondern einfach nur annimmst und anschaust, dann ist das eine wunderbare Möglichkeit, wirklich daran zu wachsen und dein Bewusstsein zu erheben. Und hier kommt auch nochmal die Karte für dich, die Stärke, also aus dem Tarot mit der Zahl auch 11. Und schau mal hier, zwei Karten mit der 11, also einmal in dem römischen Zahl, einmal hier in arabischen Zahl, die Zahl 11. Und das ist auch ein Stück Selbstmeisterung, also die 11 steht immer für die Selbstmeisterung. Und wir schauen einfach, wofür das auch noch steht im März. Also steht für Lust, also für Löwe, Leidenschaft, vielfältige Kreativität, für Talente, für Stärken, für Integration und für animalische Kräfte, Überwindung alter Ängste und Konditionierungen. Also wenn du bereit bist, all das, was du in dir vorfindest, zu akzeptieren, kannst du dich in jene Energie mit der Empfindungsfähigkeit, Bewusstheit, Liebe und Verständnis bewegen? Welche Bereiche deines Lebens möchtest du noch stärker ausleben? Was hat dich in der Vergangenheit darin gehindert? Und bist du bereit, dich neu einzulassen? Nimm alles in dir bewusster an, Emotionen wie Liebe, Traurigkeit, Schmerz, Wut oder Angst erleben wir oft nur deshalb als Hemmung, weil wir nicht gelernt haben, sie als Potenzial zu nutzen. Ich genieße das Leben in vollen Zügen, ist die Botschaft für dich.
Und natürlich ziehe ich auch für dich nochmal eine Karte aus dem Kartendeck auf Wolke 7. So, und auch natürlich für die anderen beiden Sternzeichen habe ich das auch vergessen. Für die Feuerzeichen. So, hier für dich kommt die Inspiration schon mal, wie passend. Schöpfe kreative Energie, lass Gedanken und Ideen aus der Tiefe deiner Seele emporsteigen. Lass dich von deinen Engeln dazu inspirieren, Neues zu erschaffen und dich weiterzuentwickeln. Also die Inspiration für dich. Ich würde gerne aber noch mal eine Karte für den Widder. Entschuldigung, dass ich das jetzt nachträglich mache. Ich habe es einfach vergessen. So früh am Morgen, also für den Widder, geht es darum, um etwas zu akzeptieren. Alles, was in deinem Leben geschieht, hat einen tieferen Sinn. Nimm alles so an, wie es kommt, solange du tiefen inneren Frieden. Also es ging hier im März um den Widder, also etwas zu akzeptieren. Und jetzt hätte ich gerne auch noch eine Karte für den Löwen. Da kommt sie ja auch schon, das ist wunderbar. Und der Löwe wird von Licht begleitet. Strahle dein inneres Licht aus deiner Seele heraus und verbreite das Licht und die Wärme unter deinen Mitmenschen. Je mehr du dein Licht strahlen lässt, umso klarer wirst du alles erkennen. Also es geht hier wirklich darum, also dieses Licht erstrahlen zu lassen. Und auch wirklich besser alles zu erkennen. Also, und natürlich für den Schützen hier, also die Inspiration fließen zu lassen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn das der Fall war, freue ich mich über ein Like. Natürlich auch umso mehr, wenn du meinen Kanal folgst. Klicke einfach unter dem Video rechts auf den Button abonnieren und klicke nochmal auf die Glocke, damit du auch direkt benachrichtigt wirst, wenn es etwas Spontanes Neues vom Kanal Reka gibt. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus dem Herzen heraus und den Kontakt zu mir unter dem Video in dem Infobox. Klicke auf den Dreieck, da findest du den Zugang, also dazu natürlich auch zu meiner Webseite und auch zu meinem Shop. Und für persönliche Beratungen freue ich mich sehr, dich zu begleiten, dich zu beraten und auch natürlich für dich die Karten zu legen oder auch vieles mehr. Ich komme zu Ende und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.